Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass die Bewerbung unseres Landkreises um das Qualitätssiegel Bildungsregion in Bayern erfolgreich war und die Verleihung dieses Siegels unter unserem Landrat hier nach Vohburg in diesen neu erbauten Kulturstadel möglich gemacht wurde. Auch wir, es obliegt mir als Bürgermeister der Stadt Vohburg, die Stadt vielleicht ganz kurz vorzustellen, auch wir als nördlichste Landkreisgemeinde mit jetzt nunmehr gut 8000 Einwohnern legen in unserem gesellschaftlichen Leben sehr, sehr viel Wert auf die Bildung. Der Mittelschulverbund Nord, bestehend aus der Stadt Geisenfeld, dem Markt Manching und der Stadt Vohburg, ist somit die größte Mittelschule hier in unserem Landkreis. In Vohburg haben wir eine Ganztagesschule seit 2005. Wir haben die Grund- und Hauptschule mit ca. 4 Millionen vor einigen Jahren generalsaniert. Und im Jahr 2007 haben wir dann auch für die Ganztagesschule einen Anbau für etwa 1,2 Millionen errichtet. Also schon Gelder, die wir in die Öffentlichkeit, in die Bildungsregion, in die Bildungschancen unserer Stadt investieren. Auch für unsere Kleinsten ist vorgesorgt. Wir haben drei eigene Kindergärten hier in Vohburg, sind derzeit dabei, einen vierten im Norden unserer Stadt zu erbauen. Warum? Weil die Kinder Gott sei Dank wieder mehr werden und OG muss einfach im Krippenbereich dann über Kindergarten dann in die Schule. Und somit leistet unsere Stadt sicherlich einen kleinen Beitrag für die Bildung im Landkreis, für die Bildung in Bayern. Wir wollen ja in Bayern die Besten und die Gescheitsten sein und ich bin der festen Überzeugung, wir sind es auch. Ich freue mich, Herr Minister, ich freue mich mit unserem Landrat, dass unser schöner Heimatlandkreis Pfaffenhofen durch Sie, Herr Minister, am heutigen Tag diese besondere Auszeichnung als Bildungsregion in Bayern erhält. Und gratuliere Ihnen, gratuliere dir, lieber Herr Landrat Martin Wolf, für den erfolgreichen Abschluss deiner stetigen Bemühungen und freue mich, dass es so gut gelungen ist. Dieses Projekt ist ja in Bayern erfunden worden, gibt es in anderen Ländern auch. Wir haben ein bisschen nach Baden-Württemberg geschaut. Aber diese Grundüberlegung, und das war das, und es zahlt sich aus, wird sich auch für den Landkreis Pfaffenhofen auszahlen, allein was ich hören durfte, auch diese Best-Practice-Strategie, die wir dann ja auch landesweit aufsetzen, damit, dass man nicht zwischen der Rhön und den Alpen alles neu erfinden muss, manches vielleicht auch übernehmen kann. Bayern als größter Flächenstaat mit 71 Landkreisen und dann letztlich 96, wenn man die kreisfreien Städte dazu zählt, Lebensräume, wenn man so will. Die kreisfreie Stadt oder eben der Landkreis ist für die Familie der unmittelbare Lebensraum, der Umgriff, die Gemeinde, aber dann doch der Landkreis als politische, kommunale zweite Ebene. Und wir unterscheiden uns, man glaubt es ja gar nicht, wenn man unterwegs ist, in hohem Maße, nicht nur geografisch oder geomorphologisch, wenn man so will, von der Rhön eben bis in die Alpen, sondern man glaubt es auch nicht, was für Unterschiedlichkeit dann auch beantwortet wird, eben in den Regionen unseres Landes, wenn man sagt, wie organisieren wir das, was die Bildungslandschaft natürlich landesweit anbietet für unseren Raum. Und die ganz einfache Formel lautet, mit den Experten aus der Region für die Region die richtigen Antworten zu finden. Viele von Ihnen, und ich darf an dieser Stelle mich dem Dank nur anschließen, sind hohe Expertiseträger in Ihrem Verantwortungsbereich. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier im Landkreis Pfaffenhofen das Qualitätssiegel Bildungsregion in Bayern gemeinsam verleihen oder entgegennehmen dürfen. Das ist eine Initiative, die wir 2012 angestoßen haben. Auf den Punkt gebracht heißt es eigentlich, dass die Experten in ihrer Region, für ihre Region, die bildungspolitischen Rahmenbedingungen analysieren, die Situation vor Ort in den Blick nehmen und einen Blick in die Zukunft wagen. Mit über 100 beteiligten Experten hier im Landkreis Pfaffenhofen sind sehr, sehr positive Ergebnisse herausgekommen. Da hat man das auch intensiv angeschaut. Sanfter Übergang im weiterführenden Schulbereich zum Beispiel. Und mich freut es, dass jetzt mit dem Landkreis Pfaffenhofen ein weiterer, wir haben jetzt schon an die 70 Landkreise in Bayern, ein weiterer Landkreis so erfolgreich unterwegs ist. Zwei Jahre Arbeitskreisarbeit, Arbeit in Workshops sind abgeschlossen und wenn man so will, zu einem guten Ende gekommen heute mit der Übergabe des Siegels Bildungsregion in Bayern durch den Staatsminister. Ich denke, das ist eine Belohnung für alle, die sich beteiligt haben, die sich aktiv eingebracht haben. Jetzt ist es wichtig, dass das Ergebnis nicht versackt, dass wir es nicht abheften in irgendwelchen Ordnern und dann nicht mehr anschauen, sondern dass es weitergeht, dass wir die positiven Erkenntnisse, die gewonnen worden sind, weiterentwickeln. Eine Vielzahl von Projekten wurde benannt. Beispielsweise, was mir am augenfälligsten schien, so
die Frage der Übergänge von Schultyp zu Schultyp, die nicht immer reibungslos vonstatten gehen. Wenn man beispielsweise von einer Realschule in eine Fachoberschule wechselt, die Schüler schließen ab, die Schüler und Schülerinnen beginnen an der nächsten Schule und die Eltern und wir alle gehen eigentlich davon aus, das ist eine ganz natürliche Fortsetzung des Bildungsweges, ist es aber nicht immer, weil natürlich die Frage ist, welche Fächer habe ich belegt an der vorausgegangenen Schule, was erwartet mich an der neuen? Und hier haben wir gute Ergebnisse bekommen, sozusagen Anleitungen, wie kann dieser Übergang sehr gleitend funktionieren, welche Vorbereitungen können in der Familie, in den Ferien getroffen werden, dass wirklich der Start an der neuen Schule dann gut gelingt. Viele Dinge in dieser Richtung sind angestoßen und wir wollen deshalb bei uns im Landkreis ein sogenanntes Bildungsbüro einrichten, das dann sich um Fragen der Bildung kümmert. Verschiedene Aufgaben werden darin wahrgenommen werden. Das erste ist, dass wir unsere Schullandschaft in jedem Jahr analysieren. In welche Schulen gehen die Kinder? Wie lange bleiben sie auf den Schulen? Mit welchen Abschlüssen gehen sie ins Berufsleben? Wie ist die berufliche Eignung, die Ausbildungsreife? Dass wir immer rechtzeitig merken, wenn die Kinder den Übergang nicht reibungslos schaffen können, weil wir einen Systemfehler haben. Ein zweites, wir wollen, dass die verschiedenen Bildungseinrichtungen ständig miteinander im Gespräch bleiben. Wir wollen mit diesem Bildungsbüro sozusagen eine Koordinierungsstelle einrichten, die dafür sorgt, dass die Schulleiter, die Lehrerkollegien untereinander im Austausch bleiben, den Schüler, den Lebensweg eines Schülers über mehrere Stationen weiterverfolgen können. Der dritte Effekt, den wir uns versprechen, ist, dass natürlich die Projekte, die jetzt gesammelt sind, auch alle abgeschlossen werden. Vieles ist angefangen, nicht alles ist zum Ende geführt. Auch das soll geschehen. Ich denke, dieses Bildungsbüro wird zwar keine Bildungsberatung in der Zukunft übernehmen, aber doch eine gewisse Lotsenfunktion. Das heißt, Bildungsinteressierte, ob Eltern für ihre Kinder nachfragen oder auch vielleicht Erwachsene, die für sich noch Bildungsbedarf anmelden, werden bei uns die Wege erklärt bekommen, die im Landkreis begangen werden können, welche Brücken notwendig sind, auch zur Universität, die entsprechenden Kontakte werden hergestellt werden können. Also die Bildungslandschaft bei uns im Landkreis wird sicherlich durch so ein Bildungsbüro künftig besser vernetzt erscheinen und auch wahrnehmbar sein.